Möge die Macht mit uns sein. Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Tausend Merchandise Folge 454. Herzlich willkommen zurück an der Retro-Bar in der Videothek. Der Typ mit der Schimanski-Jacke sagt guten Tag. Ihr habt unsere gute Fee Judith schon gehört, es geht wieder ins Star Wars-Universum. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma Hasbro bedanken und bei der Janina, dass sie uns diese Figuren für die heutige Sendung zur Verfügung gestellt hat. Heute, Leute, der kurze Kopfgeldjäger der Galaxis, Boba Fett. Er begeistert bereits seit Generationen die Menschen, ja. Eine Faszination übt dieser Mann aus, auf ewig unerreicht. Also wir zeigen euch heute Boba Fett und aus der Black Series Edition einen wunderschönen Wookie. Also der ist wirklich, ich habe schon reingeguckt, Leute, also der ist richtig schön. Den gucken wir uns ganz genau an. In diesem Sinne würde ich mal sagen, wir gehen rüber und beginnen die Folge 454. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Mit welcher Figur sollen wir beginnen? Mit Boba Fett oder dem Wookie? Lassen wir dem Black Series den Vortritt. Schaut euch mal diese Action-Szene an. Star Wars pur. Nun ein paar kurze Regeln zum Umgang mit Wookies. Wenn ein Wookie zu dir sagt, der Himmel ist grün und er ist blau, dann ist er grün. Und wenn ein Wookie 10 Euro hat und du hast 10 Euro, hat er mehr Geld wie du. Klar? Und wenn nicht, dann schaut in das freundliche Gesicht eines Wookies. Rechts unten sehen wir das Firmenlogo Hasbro. Kenner. Was ich bei dem Black Series so gut finde, ist der Buchrücken. Da kann man die Figuren sehr schön ins Regal stellen. Die Rückseite auch wieder wunderschön gestaltet. Ja, da hat man eine richtig coole Wumme in der Hand. Und worüber ich mich besonders freue, ganz aktuelle Toys 2022. Was auch ein absoluter Blickfang ist, die rechte Seite der Buchverpackung, wenn man so will. Hier sehen wir das Gesicht eines Wookies, nachdem er erfahren hat, dass er den Jackpot geknackt hat. Und ein gut gelaunter Wookie. Ja, die Wookies, das sind einfach coole Krieger. Die Oberseite der Box, wieder reichlich Wookie-Action. Also wie gesagt, wenn ein Wookie sagt, der Himmel ist grün und er ist blau, dann ist er grün. Leute, das ist doch mal ein Anblick, oder? Guckt ihn euch an, als wollte er gleich aus der Packung springen und sich auf euch stürzen. Der bösartige und geschickte Wookie-Gladiator, der nun als Kopfgeldjäger tätig ist, oh je, von dem will ich nicht gejagt werden, war bereits im Auftrag von Jabba the Hutt und Darth Vader unterwegs. Also wenn ich mal nach Kashyyyk fliege und gehe dort in ein Restaurant, werde ich mich nicht über das Essen beschweren, egal wie schlimm es ist, denn sonst lande ich selber auf dem Teller. Jetzt guckt euch mal den Wookie an. Also der sieht wirklich verdammt gut aus. Die ganzen Munitionstaschen, der Umhängegurt, die Armbrust und das Fell und vor allem das Gesicht. Ja, jetzt wollte er ihn gleich anspringen. Das sieht echt geil aus. Leute, auf der linken Seite seht ihr jetzt einen Chewbacca aus dem Jahre 1977 bzw. 1978.
Er hat so viele tolle Details, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde sagen, wir beginnen bei seinem liebenswerten Lächeln. Hier habe ich noch eine Wookie-Überlebensregel. Wenn ein Wookie ein solches Gesicht macht, solltet ihr ganz weit weg sein. Nee, nicht da, noch weiter. Schaut euch mal den Wookie an, wie gut er umgesetzt wurde. Sogar die Narbe über dem linken Auge, alles super. Vor allem der Blick, der wirkt richtig böse und aggressiv. So richtig Wookie-mäßig. Sein Koppel Trage gestellt, wenn man so will, und sein Koppel. Naja, hier sehen wir jetzt die Version, die 45 Jahre alt ist. Da sieht man, tja, auch der Umhängegurt, alles wurde aus einem Stück gegossen. Okay, das war damals nicht anders dann möglich. Aber zum Glück gibt es heute ja die neuen Figuren. Wobei, mit den alten haben wir gespielt. Zurück zu unserem 2022er Jungen. Die Schulterpolster, ha, der gewinnt bei jedem Footballspiel. Das auf dem Brustpanzer eingearbeitete Monogramm. Also die Figur, die kann man auch stundenlang angucken und entdeckt immer noch etwas Neues. Also die Designer von Hasbro, Kenner, ein ganz großes Kompliment. Auch das gesamte zottige Haar, das trifft wirklich perfekt einen Wookie. Also das ist wirklich sehr gut gearbeitet. Vor allem sind die Gelenke so schön eingearbeitet. Die Patronentaschen. Da wurde echt an alles gedacht. Schaut euch mal das überlagerte Fell an. Also richtig schön in Stufen. Sehr schön gemacht. Ich weiß, als Kind habe ich auch mal versucht, aus einem Stück Holz eine Star Wars Figur zu schnitzen. Naja, das Einzige, was ich hingekriegt habe, ich machte aus einem großen Stück Holz ein kleines Stück Holz. Ach, wie viel Spaß hatten wir damals mit den Star Wars Figuren. Auch heute noch. Ich meine, wenn man so eine Figur sieht als Star Wars Fan, die Legende lebt. Was ich heute immer noch so schön finde, wenn man nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt und guckt seine Star Wars Sachen an, ah, das ist wirklich wie so ein kleiner Urlaub. Und der ganze Stress des Alltags ist weg. Und wenn man sich dann noch hinsetzt und noch mit dem ganzen Sammlerkollegen noch klönt online, ja, da wird ein schlimmer Tag zu einem guten Happy End. Jetzt schauen wir uns mal den Schwerpunkt der Figur an. Am schwierigsten umzusetzen sind immer die Gelenke. Sammlerkollegen, das sind die Knie. Ich sehe die nicht, also zumindest nicht die Gelenke. Die sind aber da. Die Scharniere von den Gelenken müssen halt da sein und es ist sehr, sehr schwer, diese zu verbergen. Bei den Oberarmen geht es ja am besten, aber wenn mal Ellenbogen und Handgelenke beweglich sein müssen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Die Designer, die werkeln oft tagelang daran rum, um die Gelenke zu verbergen. Und die ganzen Scharniere und alles drum und dran. Und da werden die manchmal richtig wahnsinnig. Erinnert ihr euch noch an den Anakin Skywalker, Ghost of Anakin Skywalker oder die ganzen anderen Geisterfiguren im 3-Pack? Damals war es besonders schwierig, weil die Figuren waren durchsichtig. An der Unterseite befinden sich wieder die Löcher zum Aufstecken auf Playsets. Ich hätte gerne einen Millennium Falcon in der Größe. Sorry Leute, ich bin immer wieder ein bisschen abgelenkt, weil Netzman ist da oben. Mein Eichhörnchen guckt mir wieder zu und gibt mir Noten. Hier habe ich euch mal zwei Waffen im Vergleich hingelegt. Links die Black Series Edition und rechts die Version von 1977-78. Und hier seht ihr mal die Version von 1977 etwas vergrößert. Es ist unglaublich zu sehen, wie sich Star Wars im Laufe der Jahrzehnte so verändert hat. Wer hätte das jemals gedacht, dass es noch in Jahrzehnten Star Wars Figuren gibt? Als die Figuren 1985 aus den Geschäften verschwunden waren, haben alle gedacht, das war's. Aber Star Wars wird noch in 100 Jahren die Menschen begeistern. Das war jetzt der Wookie. Also wirklich ein schönes Stück. Vor allem das Gesicht.
Das gesamte Design, alles drum und dran, es ist einfach echt. Diese gesamte Schwarzfärbung des Fells, dann der Brustpanzer, alles drum und dran. Also, das ist echt ein zukünftiger Star Wars Klassiker. Ladies and Gentlemen, bitte erheben Sie sich. Es kommt die Actionfigur unter den Actionfiguren. Boba Fett. Der coolste, der beste, der einzigartigste und der größte Kopfgeldjäger aller Zeiten. Sammler, es gibt Actionfiguren und es gibt Boba Fett. Ja, die Actionfigur unter den Actionfiguren. Der beste der besten. Auf wunderschöner Star Wars The Mandalorian Karte. Aus der Retro Collection. Ja, im Design der 70er Jahre. Boba Fetts Aussehen ist zeitlos. Er sah schon genauso vor 45 Jahren aus. Ja, beim Star Wars Holiday Special. Die Retro Collection ist wunderschön gelungen. Vor allem, weil es halt das Design der 70er und 80er Jahre ist. Rechts seht ihr jetzt den 2022er Boba Fett und auf der linken Seite einen anderen Kopfgeldjäger. Den EG-88 auf kanadischer Karte von 1980. Was ich auch eine gute Idee finde, schaut euch mal die Ränder an. Diese weißen Beschädigungen, das sind keine Beschädigungen. Die Figur wurde so gedruckt. Ja, Leute, ich weiß doch, wo ich die ersten original verpackten Figuren gefunden habe in den 90er Jahren. Wir haben sie wirklich in jeglichem erdenklichen Zustand genommen, haben uns über jede gefreut. Verpackte Figuren waren damals extrem selten, bevor es das Internet gab. Man musste suchen, man musste jagen, man musste rumtelefonieren. Ja, heute ist das viel einfacher. Naja, eigentlich auch nicht. Die alten Figuren sind so teuer, dass sie fast unbezahlbar sind. Es ist unglaublich, wie lange diese Klebebänder halten. Jetzt schon seit 42 Jahren. Was auch super ist, die neuen Blister sind besser gearbeitet als die alten vor über 40 Jahren. Die halten also wesentlich länger als unsere klassischen Blister, die oftmals vergilben und sehr schnell dann Brüche bekommen können. Naja, deswegen nehme ich sie auch immer ganz, ganz, ganz selten raus. Zudem wurde auch der Standfuß verbessert. Er war damals relativ dünn. Und heute ist er wesentlich dicker und zudem abgerundet. So kann er nicht so schnell beschädigen. Boba Fett ist der beliebteste Kopfgeldjäger der Galaxis und eine der berühmtesten Figuren überhaupt als Actionfiguren. Hier sehen wir die klassische Version aus den 1970er Jahren. Rechts die helle Trilogo-Version, links die dunklere Standardversion. Ursprünglich war Boba Fett mit verschießbarer Rakete geplant. Da konnte man praktisch das Backpack verschießen mit Hilfe eines Federmechanismus. Aufgrund einer Gesetzesänderung eines Unfalls einer anderen Toyline wurde dies aber geändert. Es gibt einige wenige Prototypen, die heute ohne Witz Beträge über 100.000 Dollar bringen. Und sie zählt somit zu den wertvollsten und teuersten Actionfiguren überhaupt. Heute fast vergessen sind die Star Wars Großfiguren aus den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Von denen wurden gerade mal 14 verschiedene mit allen Varianten produziert. Obwohl es so wenige Figuren waren, war Boba Fett gleich mit dabei. Bereits damals erfreute er sich größter Beliebtheit. Immer wieder sorgt heute noch für Verwirrung, weil Boba Fett bereits auf der allerersten Star Wars Verpackung der Star Wars Karte von 1978-79 erschien. Wobei er ja eigentlich erst in Star Wars Das Imperium schlägt zurück vorkam. Dies lag daran, dass er im sogenannten Star Wars Holiday Special einen Gastauftritt hatte. Das war so eine Art Weihnachtsspecial, die nach dem ersten Film von Krieg der Sterne gemacht wurde. Und dort hatte er einen Gastauftritt. Star Wars Großfiguren sind ein eigenes Sammelgebiet. Ein wunderschönes, sehr interessantes Gebiet, wo auch heute sehr weitläufig ist. Aber Leute, da hat es echt coole Figuren dabei. Ja, da sehe ich mich selber als Kind. Mensch, als Kinder, wenn wir unsere Star Wars Figuren hatten und mit den Kumpels zusammen gespielt haben. Wenn wir in der Schule waren, heimlich unter der Schulbank damit gespielt haben, das ist die Lehrer nicht sehen, sonst sind sie gleich einkassiert worden. Ah ja, heute kassieren sie uns nicht mehr ein. Von 1979. So, und jetzt reisen wir ins Jahr 2022 zu unserem Retro Collection Boba Fett. Wir machen noch einen kleinen Stop, und zwar hier beim Boba Fett von der Version von 1995. Dies zählt zu meinen absoluten Lieblingsstücken. Wisst ihr auch warum? Weil dort so viele Schauspieler unterschrieben haben aus dem Star Wars, Star Trek, Babylon 5 Universum, dass ich euch das unbedingt zeigen muss. Auf der MovieCon in Böblingen bin ich mit Jeremy Bullock mal ein Bier trinken gegangen. Das war der erste Darsteller des Boba Fett. Der Darsteller des Londo Molari, dann Peter Mayhew, Julie Caitlin Brown. Das haben so viele hier unterschrieben. Dave Browse alias Darth Vader. Ein ganz netter Mensch. Also Darth Vader Darsteller Dave Browse hat überhaupt nichts mit dem bösen Schurken gemeinsam.
Und Kenny Baker, alias R2-D2, der war wirklich so nett wie R2-D2. Der war echt so nett. Ein ganz netter Mensch auch. Und hier sehen wir die netteste Frau im gesamten Star Trek-Universum. Ja, ich gebe es zu, ich habe eine Zeit lang fremd gesammelt. Robin Curtis, alias Lieutenant Savick. Und auf der Rückseite ein paar Leute von Babylon 5. Andreas Katsulas, Mira Fulan, Claudia Christian, alias Lieutenant Susanna Ivanova und Richard Bix. Aber jetzt kommen wir wieder zu Boba Fett. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Eine wunderschöne Actionfigur. Auf der Rückseite, da vergleichen wir gerade mal. Links die 2022er Version, rechts die 1979er Version von R5-D4. Schön sieht man, dass bei dem Star Wars Logo der Doppelbalken übernommen wurde. Die Star Wars Retro Collection ist inspiriert von den Star Wars Figuren der 1970er Jahre. Ganz authentisch im Design der Originalfiguren, mit allen Details. Nun kann die eigene Kollektion aus der Welt der weit entfernten Galaxis fortgesetzt werden. Ja, ich sehe das auch als Fortsetzung der Figuren von damals. Leider sind bei uns in Kindheitstagen nur knapp 100 Figuren erschienen. Hergestellt im Jahre 2022. Jetzt kommt der Moment. Ich muss den Blister knacken. Auf der einen Seite freue ich mich drüber, auf der anderen Seite... Okay. Sei stark, sei stark, sei stark. Möge die Macht mit mir sein. Immer ganz vorsichtig zwischen Blister und Karte schneiden, dass ihr eine schöne, saubere Karte bekommt. Und ganz wichtig, achtet auf eure Finger. Verletzungsrisiko. So. Jetzt gibt es hier einen Pappabriss. Müssen wir seitlich reinschneiden. So. Leute, jetzt bin ich wieder 10 Jahre alt. Das ist Boba Fett. Boba Fett, das ist nicht irgendeine Actionfigur, das ist Boba Fett. Es gibt nur einen Boba Fett. Guckt ihn euch an. Leute, das ist echt... Ey, es ist wirklich wie in unserer Kindheit. Ah, das Jetpack. So richtig schön im Design der 70er Jahre. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut getroffen. Der erinnert auch ein wenig an den ursprünglichen Prototypen. Oh, wartet. Sorry, Leute, ich verhaspel mich. Na, voilà, eine sauber abgeschnittene Karte. Guckt sie euch an. Die 70er treffen das Jahr 2022. Das ist wirklich Retro Collection. Der Boba Fett von 2022 sieht aus wie das Konzept von 1977. Da gab es mehrere Versionen und dann wurde später die blaue Version umgesetzt. Hier habe ich ihn mal mit verschiedenen anderen Figuren aus den 1980er bzw. 70er Jahre aufgestellt. Fast nicht zu unterscheiden. Die Figur ist sehr, sehr gut umgesetzt. Die hätte damals schon in unserer Spielzeugkiste liegen können. Boba Fett, ein zeitlos schöner Kopfgeldjäger. Von den Konzeptmodellen gibt es auch tatsächlich einige Figuren. Diese Prototypen sind aber heute unbezahlbar. Die Mandalorian-Figur ist wirklich wunderschön. Also gerade dieses Design, Leute, das weckt jetzt richtig Kindheitserinnerungen. Ach, Leute, ich weiß noch, wenn ich mich früher mit meinen Kumpels Markus und Thomas getroffen hatte, der hieß auch Thomas, und wir haben zusammen mit den Star Wars-Figuren gespielt. Und als dann das YF-510 erschien mit dem Sturmtrupper, wir haben alles Taschengeld zusammengekratzt, um uns so viele wie möglich zu kaufen. Leider haben wir sie alle ausgepackt. Vor allem, wenn dann einer eine ganz neue Figur hatte, der war der King. Boah, zeig mal, hey, den kenne ich doch. Und wenn einer kam, das ist der Luke Skywalker. Nee, das ist ein X-Wing-Pilot. Nein, das ist der Luke Skywalker. Und haben wir dann auf den Karten nachgeguckt, Luke Skywalker, und er war der Chef. Und ich weiß auch damals, wo ich dann den ersten Star Wars-Film gesehen habe, auf Betamax. Hey, ich war glücklich, ey. Da gab es von Remus so ein Bilderbuch mit Kassette. Und da konnte man dann sich die Star Wars-Saga auf Hörspiel anhören.
Aber toll war auch das Panini-Klebealbum. Ich weiß noch damals, wir waren immer in der Schule zusammengesessen und haben getauscht und haben, ich weiß noch, da habe ich dann immer versucht, anderen Leuten die Karten abzuquatschen. Ich weiß, einmal, Kemanetin war das, der hatte eine Karte selber nur einmal und ich habe ihm dafür 10 gegeben, wo ihm noch gefehlt haben, nur um diese eine zu bekommen, also das eine Bild. Ah ja, da haben wir dann das Bett umfunktioniert, da haben wir dann eine Höhlen draus gemacht. Das war dann der Eisplanet Hoth oder es war Bespin. Ja, das war toll. Also irgendwas war auch immer komisch. Wenn in meinem Zimmer auch immer das größte Chaos herrschte, aber meine Star Wars Figuren waren immer aufgeräumt. Das war damals schon eine herrliche Zeit. Ich finde es so toll, wenn man jetzt diese Figuren sieht, es ist so, als wäre man wieder Kind. Was ich toll finde, früher war ja beim Boba Fett ein ganz normaler Standard Sturmtrooper Blaster beigepackt. Und heute, später bei der 95er Version, haben sie dann die Originalwaffe entworfen. Reiht sich nahtlos in die Figuren unserer Kindheit. Vielen Dank, Hasbro. Tja, Leute, Boba Fett ist keine Frage, ob man den haben muss. Den muss jeder haben. Auch die, wo sich für Actionfiguren nicht interessieren. Die Armbewaffnung, die fand ich immer so cool bei Boba Fett. Er hatte, war vollgepackt mit Waffen. Das waren jetzt der Boba Fett und der Wookie aus der Black Series Edition. Zwei absolut coole Figuren, vor allem Boba Fett. Und wer mir auch sehr gut gefällt, ist Boba Fett. Und natürlich Boba Fett. In diesem Sinne gebe ich zurück zu Boba Fett. Ich meine, zurück an die Retro Bar in der Videothek. Ach, Sammlerfreunde, das Sammeln. Ich mache es jetzt schon seit über 40 Jahren und ich freue mich noch jedes Mal über jede neue Figur, wo ich bekomme. So wie beim ersten Mal bei meinem R5-D4 im Jahre 1979. Sammlerfreunde, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Und was bleibt noch zu sagen übrig? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Fantastic! Thorsten Merchandise an der Retro Bar in der Videothek. Der Typ in der Schimanski-Jacke, der in den 80ern hängen geblieben ist. Möge die Macht mit uns sein. Was auch ein absoluter Blickfang ist. Hey du, ich füttere dich und du bewirfst mich hier doch zum Dank mit Walnussschalen. Sorry. So. Da oben glotzt mich immer noch an. Ja, dich meine ich da oben. Jetzt schaut mal, wer da wieder da ist. Netzman. Hey du, guten Morgen. Den gibt's irgendwann als exklusiv von Fantastic Tolten Merchandise. Schaut euch das mal an. Der ist wunderbar umgesetzt. Sogar die Lava. Zurück und zu unserem Chewbacca gehörte zu den allerersten Figuren, die überhaupt erschienen sind. Er war Mitglied des Early Bird So, die Kamera ist aus. Also diese Figur ist ja wirklich was sowas von hässlich. Nein, 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 nicht beißen, nicht beißen, aua, nicht beißen, nicht beißen, du bist schön, du bist schön, du bist viel schöner als Natalie Portman, viel, viel schöner, aua, aua, aua. Ich werde nicht mehr erwachsen, sorry Leute, ich kann es nicht ändern. Ja, aber Scherz beiseite, das ist... Ach, warum haben wir sowas als Kind nicht gehabt? Oh. Legt euch mal, wie viel Spaß wir damit gehabt hätten. Wenn du mit so einer Figur in der Schule aufgetaucht wärst, du wärst der Held gewesen. Oh. Na, aber wenigstens gibt's die heute. Aber nicht beißen. Okay, machen wir weiter.